Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 27. Juli 2013. Ich bin am 19.08.1967 geboren. Das heißt, ich bin jetzt 45 Jahre alt und werde dann in 3 Wochen 46 Jahre alt. Das Thema des heutigen Videos ist 90 Sekunden Krafttraining und 60 Sekunden Seilspringen. Die Übungen, die ich jetzt hier vorstellen werde, sind also dafür gedacht, möglichst schnell, möglichst intensiv zu belasten. Das heißt also, wenn man diese Einheiten von jeweils 90 Sekunden oder 60 Sekunden halt Seilspringen hintereinander wiederholt, dann wird man also sehr stark, sehr, sehr schnell schwitzen. Und gerade für Anfänger gilt, das ist äußerst belastend und sollte also dementsprechend mit Vorsicht auch nur praktiziert werden. Wer also wenig bis gar keinen Sport vorher gemacht hat, der sollte diese Übung erstmal nur einmal machen, also nur einmal 90 Sekunden, dann nur einmal 60 Sekunden und kann sich dann vielleicht so Woche für Woche immer ein bisschen steigern. Was braucht man für die Übung? Im Grunde genommen im Wesentlichen nur Hanteln. Ich benutze meistens 4 Kilo Hanteln, 2 Stück, also 8 Kilo. Und ich zeige jetzt mal die Kraftübung, also 90 Sekunden, die Einheit. Die besteht aus 4 Teilen. Der erste Teil, man streckt die Arme gerade nach oben. So. Immer abwechselnd und wiederholt das 12 Mal, also 1, 2, 3. Auch da schon darauf achten, dass man immer gleichmäßig atmet, also ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Bei der zweiten Übung streckt man die Arme nach vorne. Man muss hier ganz besonders aufpassen, dass man nicht zu viel Schwung hat, nämlich sonst kann man sich sehr leicht an den Schultern verletzen. 1, 2, 3. Und die dritte Übung, dabei hebt man die Arme, also nicht im Schwung, sondern wirklich, dass man wirklich den Arm belastet. Also man hebt das wirklich hoch und schwingt das nicht nach oben. 1, 2, 3. Man kann die Beine immer ein bisschen angewinkelt lassen und gegebenenfalls ein bisschen bei den jeweiligen Übungen federn. Also 1, 2. Und die vierte und letzte Übung des 90 Sekunden Krafttrainings ist dann die Kniebeuge. Die Hanteln legt man dann etwas so auf die Schulter, steht so einigermaßen gerade dann und geht dann in die Kniebeuge. 1, 2. Alle Übungen, also 12 Mal, auch die Kniebeuge. Natürlich ist das hier nicht die Kleidung, die man für die sportliche Betätigung eigentlich gebrauchen kann. Ich mache das nur für das Video jetzt einmal durch. Und zunächst einmal überprüfen wir mal, wie lange also diese 4 Übungen dauern. Wir haben jetzt 19:27:25. Ach so, eine Sache noch. Der Puls, ganz wichtig. Man muss es zwar nicht mal kontrollieren, aber gerade für Anfänger ist es wichtig. Also es gibt so eine Faustregel. Bei Belastungen sollte der Maximalpuls 180 minus Lebensalter sein. Also bei mir dann dementsprechend, ich bin 45, also zwischen 130 und 140 bei Maximalbelastung. Mein Ruhepuls ist mittlerweile normalerweise zwischen 50 und 60, also bei ganz großer Entspannung, wenn wirklich nichts los ist, dann ist er auch mal unter 50, aber so normalerweise, wenn ich irgendwo so sitze und lese, so bei 55 etwa. Momentan ist mein Puls bei
72. Dann machen wir jetzt mal die Übung, also 28, 30. So, das waren jetzt 88 Sekunden genau. Der Puls ist bei 123. Natürlich, die Kniebeugen gehen in so einer Hose eigentlich nicht so gut. Man sollte bei Kniebeugen achten, dass man wirklich ganz nach unten ist, aber gerade für Anfänger ist es praktisch nicht praktikabel und ich kann jedem nur warnen, also diese Übungen sind wirklich belastend und wer die also untrainiert macht und vielleicht noch wiederholt, der muss mit Muskelkater rechnen. Also wer untrainiert ist, sollte vielleicht nur 6-mal machen, eine Woche lang, also 6 Tage, dann einen Tag Ruhetag, jede Woche einen Tag Ruhetag einlegen. Und dann sich so allmählich steigern, dann eben 12-mal, dann 24. Vielleicht kommt man sogar auf eine Viertelstunde, also das ist auch mein Limit, also nach einer Viertelstunde bin ich dann auch völlig erschöpft. Und wie gesagt, man schwitzt, ich jedenfalls, sehr, sehr stark, es ist sehr anstrengend. Und man kann also wirklich die Zeit nur durchhalten, wenn man sich allmählich gesteigert hat und dann dementsprechend trainiert ist. Zu den Hanteln noch eine Bemerkung. Natürlich kann man auch solche Hanteln nehmen, die man gut individuell anpassen kann. Also das sind jetzt zum Beispiel 6 Kilo. Wenn ich nur einmal das machen würde, dann könnte ich das natürlich mit den 6 Kilo, also insgesamt dann 12 Kilo, schon schaffen. Aber bei 10 Wiederholungen reichen mir dann doch die 8 Kilo. Und vor allem, diese sind mit einem Gummiüberzug so ausgestattet, dass die Hände nicht belastet werden. Ich kann nur sagen, das belastet auch die Hände. Da kann man sich wirklich Schwielen an den Händen holen. Also wirklich vorsichtig sein. Es geht da nicht darum, irgendwie auszusehen wie der größte Bodybuilder der Welt, sondern es geht darum, im Alltag fit zu sein. So, das waren die 90 Sekunden Krafttraining. Jetzt zu den 60 Sekunden Seilspringen. Da empfiehlt es sich als Unterlage, zum Beispiel so einen Teppich zu nehmen, der ist so leicht transportabel und auch gut dick, dass man sich nicht allzu sehr belastet. Ich mache das jetzt nur mal einfach mit den Socken auf dem Teppich. Seilspringen ohne Seil geht natürlich auch. Ich mache das immer ohne Seil. Erstmal kostet das Seil dann nichts und vor allem man kann nicht drüber stolpern. Man muss hier ziemlich viel koordinieren. Also zum einen die Bewegung des Seils oder des virtuellen Seils in diesem Fall. Man kreist also immer mit den Armen und kann damit auch so seine Schultern in Stützung halten. Dann das Springen. Wer untrainiert ist, springt erstmal gar nicht. Und wer trainiert ist, springt
meine Empfehlung jedenfalls, auch nicht besonders hoch, also wirklich nur im Millimeterbereich. Die Springübungen, zunächst einmal 12-mal die Füße nebeneinander halten, 1, 2, 3, 12-mal, dann vorwärts, rückwärts, 1, 2, 3 und dann auseinander und zusammen, 1, 2, 3, also jeweils eben 12-mal, da kommt man etwa auf 60 Sekunden und auch das kann man dann wiederholen, also gerade beim Seilspringen, das ist so dermaßen anstrengend und belastend für den Körper, also auch für die Beine, man kann sich Zerrungen holen, Muskelkater an den Waden, also schon, das hat schon in sich Seilspringen. Gut, ich mache jetzt einmal diese Reihe von, sagen wir, 60 Sekunden, 34, 20. So, das waren jetzt 63 Sekunden. Puls ist bei 136. Wie gesagt, das sind Übungen für die Fitness im Alltag. Die kann im Grunde genommen jeder machen, muss sich eben dann nur langsam eingewöhnen. Man muss sich auch vernünftig ernähren, dazu vielleicht mal im anderen Video etwas mehr. Und man muss es eben kontinuierlich machen. Momentan haben wir draußen Temperaturen von über 35 Grad. Deswegen schwitze ich also nicht nur, weil es so anstrengend ist, sondern weil es wirklich sehr heiß ist heute. Bei so einem Wetter würde ich zum Beispiel nicht mehr joggen. Das wäre mir zu heiß. Und im Winter habe ich oft deswegen nicht gejoggt. Also jetzt jogge ich nicht mehr, weil ich eine Netzhautablösung hatte. Also einer der Gründe jedenfalls, weswegen ich mit dem Joggen aufgehört habe. Und im Winter ist es häufig zu kalt, da Schnee, Eis, Glatteis vor allem, also das macht dann einfach keinen Spaß, einfach nicht praktikabel, da auf Tempo zu kommen. Das kann im Grunde genommen jeder machen, wie gesagt, 6 Tage die Woche, einen Tag Ruhetag halten, man muss wirklich nur die Disziplin aufbringen. Morgens vor dem Duschen sagt man sich so, ich mache jetzt die 10, 20 Minuten. Und man gewinnt da an Fitness und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Jeder kann sich natürlich selbst überlegen, wie er das macht, aber das ist einfach nur der Beweis, es geht. Man kann mit wenigen Mitteln sehr viel erreichen. Dazu möchte ich jeden ermutigen, sich selber sein Trainingsprogramm zusammenzustellen und dieses konsequent beizubehalten.